So ein niedergemetzeltes Tier. Das waren gewiss diese widerwärtigen Goblins. Nicht auszudenken, wenn sie mir begegnen. Wir sollten schnell nach Talon weiter. Schnell. Ja, und da machst du mich so dumm an hier von der Seite oder was? Alter, ich mag sie nicht. Jetzt kommt das an. Ey, Söldner! Lass doch Talon gehen. Ja, echt mal. Was soll das? So, dann haben wir den nächsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kleine Wichtel. Die bald 7 kleine Totwichtel sind. Für Rondra und Farmalor. Genau, für wen auch immer. Bei Angrosch, Sanja. Ach, die ist immer noch vergiftet und ach ja, schadet ja nicht. So, und Schamane. Nee, Schamanin, naja, ist ja wurscht. Alles das Gleiche. Ich bin tot. Das ging einfach mal verflucht schnell. Boah, wieso habe ich das Gefühl, dass diese Schamanen ziemlich fies sind? Boah, was geht denn ab? Mach mal schnell den Schamanenblatt, der gefällt mir mal gar nicht. Alter. Wieso sind schon zwei von meinen Leuten tot? Das geht denn ab? Alter. Hat er gerade mal 60 Schaden gemacht. Krank. Du bist echt einfach nur krank. Ah, und den nächsten weg. Ja. Rettung in Not. Alter, der ist so krass, der Typ. Zack, nächster weg. Alter. Haben die jetzt echt gerade mega Schaden gemacht hier. Also die Schamanen scheinen echt nicht zu unterschätzen zu sein. Alles klar, das werde ich mir merken. So, du könntest mal helfen. Auf jeden Fall mal Vorgrim heilen. So, du hast dich fix selbst. Hilft das eigentlich irgendwie Knochenbrüchen? Nee, hilft gar nicht. So, dann entgiftest du dich schnell. So, dann entgiftest du schnell Vorgrim. Also schon ganz gut, dass man so einen Magier dabei hat. Macht die Sache echt praktisch. So. Und dann heilt sie noch fix. So, das ist wieder alles klar auf der Andrea Doria hier. Und dann können wir ja endlich in die Stadt, wenn nicht schon wieder irgendwelche kleinen Racker hier unseren Weg versperren. So, weitergehen. Ich scheiße jetzt mal ein bisschen auf das, was wir bei sich haben. Ich glaube, das ist eh nicht nützlich ist. Also, naja. Man muss ja nicht alles mitnehmen, was? Auch wenn ich es immer wieder sage. Ja, ich muss alles mitnehmen. Hier lasse ich einfach mal ein bisschen was liegen. Ich will jetzt einfach endlich in die Stadt gehen, weißt du? Man kann hier immer noch zurückgehen und irgendwas aufheben. So, da hinten steht jemand eins auf der Brücke rum. Gehen wir mal den besuchen. Soll ja nicht die ganze Zeit... Das Stadttor, endlich. Mhm. Aber es scheint verschlossen zu sein. Folgt mir. Zum Dank für eure Hilfe cool. Sorge ich dafür, dass man auch euch nach... Das ist aber sehr nett. Das freut mich, danke. Na dann gehen wir gleich erstmal hinterher schnell. Die Edelfrau Ignia. Auch wenn du sonst nichts zu tun hast. Ich habe da eine wunderschöne Villa in Ferdok. Ja. So, hi. Halt. Moin. Talon befindet sich im Ausnahmezustand. Das ist mein Problem. Die grausamen Vorfälle der letzten Tage haben uns veranlasst, die Stadttore geschlossen zu halten. Ja, mag sein. Ich bin die Edelfrau Ignia vom Berg und dies ist meine Leibwache. Bürgermeister Stipwitz ist ein persönlicher Freund unseres Adelshauses. Er wird sicherlich sehr ungehalten sein, wenn er hört, dass du uns zuerst warten lassen. Lass uns endlich passieren. Leibwache? Edeldame? Vergib mir, Edle, aber das ist gefährlich geworden im Tarnelholz. Ihr dürft natürlich passieren. Da wären wir also. Achso. Also, zu unser beiden Vorteil. No? Hab Dank für alle Dienste. Hier, euer Sohn. Dankeschön. Das soll alles sein? Ah, komm, wir probieren's mal. Na, nicht so gierig. Bedenkt, dass wir die Torwache vermutlich. Bla, bla, bla. Okay. So, sind 20 Dukaten mehr. Geil. Gut. Dann soll es so sein. So. Was? Brücke? Gesinde? Ja, wir wollten eh zur Brücke gehen. Schnell, lass uns mal schnell darüber gehen. Ja, die scheint ja kaputt zu sein. Oder zumindest repariert zu werden. Oder gebaut. Was auch immer. So. Achso, das sind einfach nur Handwerker. Mit denen kann ich wahrscheinlich gar nicht quatschen, hä? Die sind immer so wortlos. Darian. Hier ist gesperrt. Bauarbeiten. Das sehe ich. Aber ich wollte doch nur... Ah, die Brücke benutzen? Ich weiß, ich weiß. Wenn es der hohen Herrschaft nicht schnell genug geht, dann müsst ihr wohl mit dem Weg jenseits der Stadtmauern begnügen. Als hohe Herrschaft werdet ihr sicher kein Problem da haben, die Stadt zu durchqueren. Worauf wartet ihr noch? Wir haben zu tun hier, verdammt. Sehr stürmisch, der Herr. Okay, dann halt nicht. So, jetzt aber endlich ab nach Talon, meine Güte. Endlich mal einkaufen. Mal gucken, ob es hier irgendwelche Märkte gibt. Also, darauf gehe ich jetzt mal aus, dass es hier Märkte gibt. Was läuft da nicht rotes rum? Huhn. Ach da. Schön, wie sie noch so in freier Natur hier rumlaufen können.
Naja. So. Hallo Talon. Oh, hier ist eine Weltkarte. Cool. Werden wir uns mal merken. Gullmund, Gullmund, Gullmund und ein Bäre. So. Na, hier geht's ja schon los mit den Marktständen. Fangen wir mal hier an. Und das sind auch schon wieder 1000 Fässer. Ach, super. Mutter Süßen. Man nennt mich Mutter Süßen. Hallo. Was wünscht ihr von Keine Ahnung, was hast du denn? Zeig mir eure Waren. Schleifstein, Bärenfalle. Nope. So, wow, und hier ruckelt es ganz schön. Frag mich nicht wieso. Einfach so. Und es sind verdammt viele Fässer, die wir rein theoretisch suchen können, aber es ist hier nur Müll drin, also ich lasse es einfach. So, oh, ein Waffenhändler. Dann gucken wir erstmal hier vorbei. Hallo Waffenhändler. Hier gibt es die besten Waffen. Davon gehe ich mal aus, aber jetzt muss ich mich selber erstmal überzeugen. Dann zeigt mir her. Nein, 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 nein. Jagdspieß ist vielleicht interessant. Orknase hat man schon mal. Kriegshammer, zwei Händler. Naja. Ist jetzt hier nicht so, dass. Robbentöter, was ist das denn? Säbel. Selten Jagdwaffe der Fürnelfen. Das wäre vielleicht für Rulane ganz praktisch gewesen, aber naja. Die haben jetzt eh nicht mehr dabei. Jagdspieß. 1W plus 6. Leicht und robust ist die elfische Variante des Stoßspeeres. Eigentlich hat man ja schon überlegt, dass er mit Speeren kämpft, ne? Das war 1W plus 5. Ja. Ah ja, gut, wir kaufen es einfach mal. So. Truhen gibt es nicht, die man suchen kann, oder? Oh, Brezeln. Miau. Doch, hier. Perfekt. Vorgrimm. Eine Aufgabe. Wehe, du machst es nicht auf. Juhu. Sofort. Klasse. Lass das, mal das lohnt sich irgendwie machen. Auch nicht. Es geht los, ich versuche mein Bestes. So, hier haben wir noch einen Rüstungshändler. Hallöchen. Lederrüstung, Plattenpanzer. Dann schau mal, zeig mal hier. Panzerschuhe. Krass. Panzer, Beinschienen, Lederwams, Ketten entlang, vielleicht ein Plattenpanzer, Schuppenpanzer. Krass. Topfhelm. Panzerhandschuhe, Plattenarme. Boah. Was es hier nicht alles gibt. Und alles ganz schön teuer hier. Schuppenpanzer. Behinderung 5,0. Behinderung 0,0, ja, ist klar. Okay, das kann ich schon mal nicht anziehen. 5, 5, 5. Krass. Alter, das nenne ich mal Rüstung hier. Vielleicht die Lederbeinschienen. Können wir mal für die Dings kaufen. Statt Lederhose. Oh. Die kaufen wir auf jeden Fall mal für uns, weil wir können ja eh schon kaum was tragen. Lederbeinschienen, ja. Dann, ich kaufe den Schuppenpanzer. Auf jeden Fall erstmal das Ding für Tralda. Und Panzerhandschuhe. Schuhe hat mir nicht noch irgendwo. Genau. Okay, das war jetzt erstmal teuer genug. Ja, gut, es geht eigentlich noch so. Jetzt geben wir erstmal an ihn weiter, das an ihn weiter, das an ihn weiter, das an ihn weiter. Das mal an mich ausnahmsweise. Und das an sie. So. Perfekt. So, dann zieh mal an hier. Zack, 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 zack. Das sieht ganz schön krass aus. Das ist jetzt mal ein richtiger Ritter hier. Alter. Das ist schon ganz schick. Gut. So für Vorgrimm. Kaufen wir auf jeden Fall auch mal eine neue Rüstung. Der hat es immer verdient. So. Roppel. Das ist ein geiler Name. Ken Manning hat das schon. Schuppenpanzer. Zack. Topfhelm. Plattenschultern. Plattenarme. Jetzt haben wir noch 280 Karten. Hammerhart. So, Topfhelm. Schuppenpanzer. Das Ding. Das Zeug. Sieht zwar ganz schön beschissen aus. Ach so, genau. Ah, verdammt, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Aber sind die eigentlich besser als das andere? Das ist bei 4, das ist 5. Ja, gut. Wenigstens habe ich da was besser gemacht. So. Er hat ja gar keine Hose an. Weiß ich gar nicht. Freut schon. So, du hast hier... 4? Ah, siehst du, die sind sogar besser. Naja. Gut, dann können wir das andere erstmal verkaufen.
Zack, 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 zack. Ich versuch mein Bestes. Bei dir. Ach, hier, guck mal, Goldzeug. Das, 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 das und das. Hast du noch was zu verkaufen eigentlich? Verfahrerrapier, nein. Ja, die Goldringe. Das hier. Ja, das war's dann schon. Na, doch, die Goldkette kann noch. So, hab ich irgendwas zum Verdicken? Was Besonderes? Ja, hier. Okay, das bringt nur ein Silberling. Das lohnt sich jetzt nicht, das Zeug mitzunehmen. Ja, komm weg mit dem Scheiß. Das brauche ich doch nicht. Brötchen, Giftbeutel, Giftzahn. Ja, ja. So. Gut. Vorgrim. Das sieht zwar ziemlich komisch aus hier mit seinen Schultern, aber Hauptsache er hat Rüstung. So. Machen wir mal die Tour auf. Achso, ich habe jetzt keinen Dietrich, keinen Dietrich verwendet. Wen haben wir hier? Eine, tretet nur näher, hier gibt's das Beste. Handwerkszeug. Cool. Aber keine Anleitung, schade. Darauf habe ich mich echt gefreut. So, Vorkrim, kannst du wieder? Ja, sehr schön. Aufmachen. Huch. Hier doch. Ja. Ja. Aha. So, bei ihr können wir noch durchsuchen, aber erstmal würde ich ganz gerne bei der Alchemisten hier vorbeischauen. Hallo, oder Alchemist. Oh, ein Herr. Tag. Was könnt ihr mich an Zauber lehren? Genau, das interessiert mich doch mal. Da. In Arefogo Vakuum. Der Magier schafft den Vakuum von der Kugel, in dessen Wirkungsbereich sämtliche Luft entzogen wird. Alle sich im Wirkungsbereich finden, im Wesen allein Entschuldigungsfähigkeiten im Laufe der Gefahr betäubt zu werden. Kaufen. Auf jeden Fall. Fähigkeit erlernen. Auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Die Attribute. Kopfrigo, Kälteschock. Aber sie sind wesentlich schlagartig die Körperwärme, sodass die Kampfwerte noch stark verringert werden. Mhm. Okay. Djinnenruf. Stört einen mächtigen Djinn dabei, der im Kampf sein Dienst erweist. Ja. Yep. Duplikatus Doppelbild. Der Zauber lässt seinen optischen Doppelgänger erscheinen, dieser bewegt sich asynchron mit, nee, synchron mit ihm, verschmilzt und trennt sich ständig wieder. Okay. Das ist eher zur Ablenkung. Schattenkraft. Der Schatten des Magiers wird der eigene versehen und steht mit der Wahrheit zur Seite. Mhm. Eigenschaft wiederherstellen. Magier hebt durch Wunden oder Magie verursacht Attributschäden auf. Ja, das kaufen wir auf jeden Fall mal. Elementarer Diener. Funktansforamen, Foraminor, was ist das? Okay, na gut, das braucht man nicht. Wir haben ja Vorgrim. Herr über das Tierreich. Mit diesem Zauber können angreifende Tiere besänftigt und gefügig gemacht werden. Oh. Horophibus Schreckengestalt. Der Magier scheint seinem Opfer als bedrohliche Gestalt verschüttet. Oh, cool. Ah, Feuerball. Ein mächtiger Feuerball wird vom Magier erschaffen und auf seine Gegner gestalten. Ja. Definitiv. Blablabla. Kugelblitz. Der Zauberer kann es jetzt zwischen seinen beiden Händen nämlich das Blitzgeld davon bringen. Da ist ein Kugelblitz und steuert den auf seinen Widersacher. Ja. Auch gekauft. Paralyse Starvistein. Der Magier versteinert den Gegner. Ja. Definitiv. Ruhe Körper, Ruhe Geist, sensibar. Ja, das sind dann nicht so meine, die ich brauche. Okay. Siehe. Kampfbuchen braucht sie nicht unbedingt. Hör mir das Tierreich, das will ich, dass sie das kann. Noch irgendwas Praktisches, Eigenschaft wiederherstellen. Kann der andere jetzt schon. Gut. Wartet mal, ganz kurz. Dieser Feuerelementar, ne? Ich auf dein Feuerelementar bei der Angriff lässt die ganze Umwelt für eine kurze mit elementarer Ebene wahrscheinlich gegen eine Flamme aufgehen lässt. Das dachte ich mir nämlich. Das kaufe ich auf jeden Fall auch noch. So. Wer ist denn jetzt vorne? Vorkrim, ne? Ja. Ich versuche mein Bestes. Nein, sie ist vorne. Nee, gar keine ist vorne. Hä? Okay. Natürlich. So, dann red mal doch mal mit ihm. Gucken, was er so an chemistischen Gegenständen hat. Großer Heiltrank, Geschmeiderei am Netz des Mutes, Konstitution, Fingerfertigkeit, Astral, Speicherring, Gewandtheit, Ring des Lebens, Ring der Ausdauer, Pastell der Ausdauer, nice. Magierstab. Ja gut, aber irgendwas Besonderes kann er halt nicht, okay. Willenstrunk, Konstitution, Kraft, Elixier, nee, brauchen wir jetzt nicht. Ring des Lebens,
So einen haben wir ja schon, ne? Plus 10. Kaufen. Hoch! Da hab ich 2 zu viel, 1 zu viel, Astralspeicherring. Ah, E-Max brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Obwohl, den kaufen wir auf jeden Fall. Das ist keine dumme Idee. Fähigkeit haben wir schon, brauchen wir nicht nochmal. Smoothes Geschmeidet, Raya, Konstitution. Okay, nee, der Ring, der Ausdauer, also erstmal das lernen. Was brauchen wir denn dafür eigentlich? Bastillen der Ausdauer. Raunenpulver, Goldmondblatt, Diamantenstaub am Arsch. Verdammt. Okay, so, Ring des Lebens kriegt er. Astralsprecherin kriegt auch er. Ring der Ausdauer. Ausdauer plus 10. Oh, da kriegt Strahler den. Der kann es gebrauchen. So. Hatte 59. Wie viel hat eigentlich er? 55. Da siehst du. Gleicht sich das doch ein bisschen aus. So. Er kriegt auf jeden Fall den Astralsprecherring. Und das war Ring der Klugheit. Klugheit plus 1. Nichts mehr wegnehmen. Ja, das ist jetzt auch nicht so viel, ne? Dann tun wir nämlich mal den Ring des Lebens rein. So, dann nehme ich ein bisschen mehr Lebensenergie. Und vor allem, wir können jetzt den ablegen, haben aber noch den gleichen Wert an Dingensen hier, Astralenergie. Und können damit jetzt den Speer benutzen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, und du benutzt jetzt mal den Ring noch. So. Gut. Jetzt sind wir auch verdammt viel Kohle losgeworden. 300 Dukaten haben wir jetzt weggeschmissen. Und ja, nicht schlecht. So, sie ist eine Kräuterfee hier hinten. Vielleicht hat sie ein bisschen was für uns später mal. Aber das ist erstmal uninteressant, denn ich möchte jetzt echt die Part beenden. Oder die Aufnahme beenden. Und wir machen beim nächsten Mal weiter und reden dann erstmal mit dem Typen, den wir suchen sollen. Und ja, gucken wir mal, was hier so abgeht in der Nähe, ne? Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal in Drangsang wieder. Tschüss!